Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich habe hier was ganz Tolles. Ja, wir wollen Makrele in Alufolie machen mit Gewürzen wie Thymian, Dill, Zwiebeln, Knoblauch. Dazu machen wir Bratkartoffeln mit Speck. Der Speck ist noch im Kühlschrank. Dazu machen wir noch ein Fenchelgemüse. Also Fenchel mit Petersilgemüse, Möhre und hier habe ich noch ein bisschen Spitzkohl über. Und das wird einfach nur angeschmort und dann haben wir Bratkartoffeln, Forelle und ein Fenchelgemüse. Als erstes kochen wir natürlich unsere Kartoffeln. Na, ganz normal in Salzwasser. Ich mache es mit Schale. Ja, ich versuche das mal zu machen. Ich bin kein Fischexperte. Also, hilfst du? Ja. So, wir haben hier unseren Fisch. Der ist halt echt, ich will es gar nicht ausdrücken, wie, aber er ist richtig schlecht ausgenommen worden. Ja, wir schneiden hinten das Ende einmal ab. Ich bin kein Fischexperte, also wenn ich was falsch mache, dann sagt mir, was ich falsch mache. Also ich schneide den Fisch jetzt nochmal ein hier. So. Und dann hier oben auch nochmal ein bisschen. Jetzt klappe ich den auf hier und suche mir den Strunk und ziehe den einfach mal hier raus. Ja, also ein bisschen Fleisch hängt natürlich immer dran. Aber ungefähr so hat man dann den Fisch hier. Wir haben Zwiebeln hier, die halbieren wir natürlich erstmal. Einfach ganz normal so einschneiden. Dann in der Mitte einmal so. Und jetzt schneiden wir so davon runter und haben eine ganz kleine, schöne, feine Würfel. Dann habe ich hier noch ein bisschen Spitzkohl. Die äußere Schicht kommt weg. Den Spitzkohl packen wir dann mit ins Gemüse, den schneide ich einfach so in dünne Streifen. Fenchel haben wir hier. Sehr interessantes Gemüse. Sehr gesund. Ich schneide erstmal das Ende hinten ab. Schneide ich den einmal in der Mitte so durch. Entfernen wir diesen Mini-Strunk hier. Oh, das riecht so nach Anis. Und jetzt schneiden wir den hier genau. So wie, schneiden wir den genauso wie unseren Kohl, einfach so Scheiben hier runter. Schöne dünne Scheiben. Jetzt haben wir hier frischen bunten Möhren. Will kann man die Schalen super aufheben von den ganzen Sachen eigentlich. Und man könnte da eine super geile Gemüsebrühe rausmachen. Möhren einfach so halbieren. Und dann, ja, wir schneiden die jetzt mal längst. Und dann nochmal Viertel. Viertel welche, ich lasse welche ein bisschen halb. Ich mache unterschiedlich große Stücke und einfach wieder runterschneiden. Eine richtig schöne Petersilienwurzel. Die schälen wir natürlich auch. Ich schneide einfach Stücke von runter. Dann schneiden wir wieder so Stifte drunter. Dann ja, alles so ein bisschen gröber. So, wir haben hier unsere Folie. Die mache ich jetzt ein bisschen Öl schon mal drauf. Schon mal verstreichen. Dann kommt da unser Fisch, Salz, arabischen Pfeffer. Da ist ein bisschen so Orangenextrakt mit drin, der ist sehr lecker. Dann machen wir hier so ein bisschen Öl. So. Jetzt machen wir ein bisschen Knoblauch. Dann haben wir hier unseren frischen Dill. Natürlich nur in den Blättern ein bisschen. Nicht zu viel. Richtig, richtig frischen Thymian. Ich kann mal so ein bisschen abschauen. Auch einfach hier reingelegt. Mal so ein paar Zwiebeln drüber. Jetzt am Ende. Ja, das war es im Prinzip schon. Der sieht hier mehr als alles von den Sachen. Schön einrollen. Schneiden. Ist halt so eine Geschmackssache, wie man es halt mag. Man kann auch irgendwelche Gewürze weglassen, wenn man sie gar nicht mag. Aber in sowas gehört halt sowas rein. Den Fisch knabbe ich jetzt hier schon mal ein. Jetzt kommt hier unser Grünzeug nochmal rüber. Das hochheben, dass es rund auch ein bisschen was ist. Ein bisschen Knoblauch nochmal.
Halt einfach nicht fest. Wir dürfen es nicht fest machen. Wirklich locker drüberlegen. Dann nochmal so drüberlegen. Nochmal so. Es ist wirklich ganz locker alles. Dann tun wir jetzt hier hin. Ah, ich stehe den mal so zur Seite, damit ich mehr Platz habe. Und das mache ich jetzt Fisch für Fisch. So, unser Fisch. Unsere vier Stückchen sind eingepackt. Wie gesagt, immer ganz locker einwickeln nur. Weil wenn wir es zu fest machen, dann brennt uns dann die Alufolie dran, das Papp dran. Und die Hitze, da kann gar nicht mehr rauskommen richtig. Natürlich muss es ein bisschen geschlossen sein, aber nicht zudrücken, nicht zuquetschen. Der Ofen, 180 Grad und etwa jetzt 30 Minuten. Und dann ist das Essen fertig. Unsere Kartoffeln sind hier schon gekocht. Die lassen wir jetzt runter. Die lassen wir jetzt einfach ganz normal abkühlen hier. Und dann schneide ich die gleich in Scheiben. Unsere Pfanne ist heiß. Ich habe hier so ein bisschen Öl reingemacht. Ich tue hier so ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln rein. Das ist immer ganz wichtig für jedes Gericht eigentlich. Gibt halt mal ein bisschen Geschmack ab. Ne? Dann packen wir, das ist hier unser starkes Gemüse. Die Möhren und so rein. Ja, das muss jetzt schmoren. Erstmal so 2-3 Minuten und dann kommt dann das restliche Gemüse rein. In der Zeit warten wir noch. Unsere Kartoffeln sind langsam abgekühlt. Nehmen wir eine einfach und dann mein Trick. Ich mache in eine Schale ein bisschen Salz rein. Kartoffeln auch schon ein bisschen Wasser. Wir haben hier unsere Kartoffeln. Ich habe hier so ein bisschen Grillsteak gewürzt. Packe ich hier dran. Das ist ziemlich lecker. Passt ganz gut dazu. Das ist wie der Pommes-Effekt. Dann haben wir hier ein bisschen Paprika. Edelpaprika. Ja, jetzt war Cayenne. Und jetzt kommt Paprika. Pfeffer muss natürlich auch sein. Und jetzt mischen wir das einfach mal hier durch. Das sieht super aus. Wir packen den Rest jetzt dazu. Wir tun ein bisschen Zucker dazu schon. Zucker muss sein. Fenchel hat sehr viel Aroma und Bitterstoffe hat sowieso jedes Grünzeug. Und wenn man es erhitzt, dann kann man die Bitterstoffe neutralisieren, indem man einfach ein bisschen Zucker dazu tut. Und Salz natürlich. So, unser Gemüse sieht schon richtig toll aus hier. Ja? Ich packe jetzt noch, so einen Teelöffel Honig dran. Und ich habe hier unsere Brühe. Ganz normale Gemüsebrühe ist das. Ich zeige euch mal ein anderes Mal, wie sowas funktioniert. Machen wir jetzt einfach hier rein. Da unser Speck, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir brauchen schon ordentlich. Unser Gemüse. Kriegt noch ein bisschen Kräuter. Ab, Dill, Thymian, Petersilie nur. Unser Speck sieht super aus. Kommt unsere Zwiebeln jetzt rein. So, jetzt kommt unser Knoblauch rein. So, unser Speck und unsere Zwiebeln und der Knoblauch ist soweit. Unsere Kartoffeln. Unsere Bratkartoffeln sind fertig. Und unser Grünzeug noch rein. Das ist unser Wurzelgemüse. Sieht richtig gut aus. Meine Frau hat schon gesagt, so gesund wird. Das ist unser Teller. So. Ein bisschen Grünzeug. Und unsere Forelle. Ist fertig. Ja, hier kann man nochmal schön sehen. Das Innenleben. Das ganze Zeug, das nimmt man natürlich gleich alles beim Essen raus. Wer Fisch gegessen hat, der kennt sich aus. Der Sud, den kann man hier schön nehmen und über die Bratkartoffeln gießen. Und noch hier über das Gemüse ein bisschen. Ja. Lecker. Super lecker. Ich probiere das hier nochmal. Also, richtig fischig. Lecker. Exzellent.
Das ist unser Fisch. Und ja, wir bei Dynamic Food stehen für Qualität und dieses Essen hat richtig viel Qualität. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kocht das nach. Wenn ihr Verbesserungen oder neue Ideen habt, dann sagt es mir Bescheid. Es ist mein allererstes Mal, dass ich Fisch in meiner eigenen Küche gekocht habe. Bon Appetit!